Heute verbinden wir Gottesdienst, Ästhetik und Digitalisierung. Herzlich willkommen zum Tanzgottesdienst aus der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Choreografie und Tanz sind dabei von Lorenzo Ponteprimo. Er tanzt zu Orgelmusik, die von Beate Rux-Voss gespielt wird. Die Lesung hält die Theaterpädagogin Heidi Oswald. Inhaltlich dreht sich der Gottesdienst um die Mauer, die diesen Gottesraum und die Konfessionen in diesem Raum spaltete. Der Gottesdienst wird ökumenisch gestaltet. Von katholischer Seite ist Miriam Umhauer von der Citypastoral beteiligt. Mein Name ist Vincenzo Petracca. Ich bin Pfarrer der evangelischen Citykirche. Wir feiern diesen Tanzgottesdienst im Namen Gottes, der uns über Mauern springen lässt. Im Namen Jesu, der die Mauer zwischen Himmel und Erde überwindet. Im Namen der Geistkraft, die die Mauern zwischen uns Menschen überwindet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you.
230 Jahre zerriss eine Mauer diese Heiliggeistkirche. Sie spaltete den Gottesraum in einen katholischen Teil. Die katholische Kirche feierte ihre Gottesdienste im kleinen, aber schönen, lichtdurchfluteten Altarraum und in einen evangelischen Teil. Die Evangelischen feierten im langen, aber sehr dunklen Kirchenschiff. Der Heiliggeistpfarrer Hermann Maas feiert in diesem Jahr seinen 50. Todestag. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Mauer fiel. Sie fiel am 24. Juni 1936. Bei der Festpredigt an diesem Tag sagte Hermann Maas: Als man im Jahre 1398 begann, diesen hohen und herrlichen gotischen Chor zu erbauen, der sich eben für uns bis ins tiefste erschütterten Menschen geöffnet hat und dessen Säulen wie Palmen ragen, deren Riesenblätter sich oben breiten, da haben sie ihn orientiert, das heißt nach Osten ausgerichtet. Das Licht vom Osten, die Morgensonne, sollte durch die hohen Fenster hereinfluten. Und als sie dann 12 Jahre danach mit dem Bau dieses Langhauses begann, da fingen sie dort im Westen an und bauten dem Osten zu. Der ganze Raum sollte Bewegung sein auf dies große Ziel, auf diesen Chor hin. Diese liebe Sonne des Morgens war uns hier mehr denn 200 Jahre lang versagt. Auch an hellen Tagen mussten wir hier mit künstlichem Licht unsere Gottesdienste halten. Unsere hohen Feste feierten wir im Dunkel. Und es war kein geheimnisvolles Dunkel, sondern ein dumpfes und stumpfes Dunkel war es. Wir waren oft geradezu erschrocken darüber, wenn wir etwa mit unseren Konfirmanden zur Einsegnungsfeier hier einzogen, in diesen dunklen Raum. Gewiss, das Evangelium tröstete auch die, die im Finstern wandelten. Aber es war doch hart zu wissen, da, hinter diesen Wänden und Mauern, wartet die Gottessonne darauf, dass sie aus ihrem breiten, lichten Teiche ausbrechen könnte in die Strombetten dieser Kirchenschiffe. Aber Menschen verbauen ihr den Weg. Und sagt die Geschichte dieser Kirche uns nicht, umbrandet und umbraust war sie von Streit und Kampf und wildem Tun der Menschen. Aber der Streit da draußen drang auch herein, durch die Ritzen und Risse in den Mauern und Fenstern. Auch die, die hier drinnen Gott dienen wollten, waren in den unheimlichen Zusammenhang der Sünde der Welt, der Gottesfeindlichkeit verflochten, waren Mitschuldige. Aber da ist einer, der etwas Neues will. Das ist Gott selber. Er will hier eine Heilig-Geist-Gemeinde schaffen durch seinen Geist. Thank you.
wäre doch eine Welt ohne Mauern, ohne den ungarischen Grenzzaun zu Serbien, ohne die israelische Sperranlage im Westjordanland, ohne die teils bereits bestehende und teils geplante Mauer zwischen den USA und Mexiko. Nicht nur diese drei sehr populären Beispiele beherrschen die Welt. Nach dem historisch und global bedeutsamen Fall der Berliner Mauer und dem damit verbundenen Ende des Kalten Krieges hofften nicht wenige an den Beginn eines Zeitalters, in dem auch die letzten Grenzzäune fallen würden. In Europa wagte man mit dem Schengen-Raum sogar das Experiment des grenzenlosen Zusammenlebens. Doch die Realität der letzten 30 Jahre sieht anders aus. 45 Länder haben 75 Grenzbefestigungen zu ihren Nachbarländern gebaut oder sie planen es zu tun. Würden wir alle Grenzzäune und Grenzmauern zu einem riesigen Wall zusammenreihen, wäre dieser 40.000 Kilometer lang und würde einmal komplett um die Erde reichen. Aktuell trennen mehr Grenzbefestigungen Staaten voneinander als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die häufigsten Argumente für den Bau von Grenzzäunen sind illegale Migration, Terrorismus, Drogen- und Waffenhandel und damit verbunden der Schutz der eigenen Wirtschaft und der eigenen Bevölkerung. Doch jede gebaute Mauer beginnt mit den Mauern in unseren Herzen und in unseren Köpfen. Sie beginnt in der Unterscheidung der Rassen, im Abwerten von Andersdenkenden und Andersgläubigen, im Aufgeben der Dialogbereitschaft und im Verlorengehen des Gemeinschaftsgefühls. Und jeder Mauerfall verlangt ein Umdenken und ein Sich-Öffnen. Auch hier in der Heiliggeistkirche war mit dem Beseitigen der Mauer noch nicht alles Trennende überwunden. Hermann Maas sprach in seiner Festpredigt, dass zwar die gewalttätigen Streitereien zwischen den Konfessionen beigelegt worden seien, es aber noch kein Miteinander auf Augenhöhe gäbe. Seit 1936 hat sich jedoch viel getan. Evangelische und katholische Christen haben Jahrzehnte miteinander diskutiert, gerungen und sich auf das Gemeinsame statt auf das Trennende konzentriert. Das gemeinsame Handeln in der Mission, die Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus und der Dienst an der Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete Frère Roger mit Thésée die erste ökumenische Bruderschaft, ein Ort, von dem aus der ökumenische Gedanke Kreise gezogen hat. Und 1948 wurde in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gegründet und weltweit der Ökumenische Rat der Kirchen. Vieles ist mittlerweile selbstverständlich geworden, was noch undenkbar war, als diese Mauer fiel. Ökumenische Gottesdienste, sogar an Ostern, gemeinsame Bibel-, Gebets- und Gesprächskreise, Begegnungen und Gemeindefeste, wie zum Beispiel der Weltgebetstag der Frauen, gemeinsames diakonisches Handeln und gemeinsame Erklärungen zu gesellschaftlichen Themen oder wie hier in Heidelberg die ökumenische Vereinbarung anlässlich des Reformationsjubiläums im Jahre 2017. Und doch glaube ich, es ist nicht zu hoch gegriffen zu behaupten, dass das Aufeinanderzugehen der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland zumindest für den Augenblick ihren Zenit überschritten hat. Es gab Momente in der ökumenischen Bewegung, ich denke dabei an die frühen 2000er Jahre im Vorfeld des ersten ökumenischen Kirchentags in Berlin, da war es üblich, gemeinsam Abendmahl zu feiern und viele träumten davon, die Kirchentrennung könne zeitnah aufgehoben werden. Doch die Kirchenleitung hat gemauert. Theologische Grenzen waren scheinbar erreicht. Mauern geben vordergründig Sicherheit. Sie bewahren den Status quo. Ungewisses Neues birgt Risiken, die Einheit zu gefährden oder das eigene Profil zu verlieren. Doch ein Psalmvers
will uns Mut machen, frei zu werden und den Sprung ins Ungewisse zu wagen, wenn es heißt: Mein Gott macht meine Finsternis hell. Mit dir erstürme ich Welle, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Wir sahen drei Tänze. Der erste Tanz zeigte den Bau der Mauer in der Heiliggeistkirche. Die Mauer, sie war Ausdruck von konfessionellen Streitigkeiten und Spaltungen. Der Tänzer, er hat von beiden Seiten gebaut. Er nahm Steine aus dem katholischen und Steine aus dem evangelischen Teil. Er will damit ausdrücken, beide Seiten sind schuld, dass die Mauer entstand. Ich sehe diese Mauer als Symbol für die Kirchenspaltung heute. Die Spaltung, sie ist eine Geschichte von Mängeln, von Machtallüren, von Unzulänglichkeiten und von Fehlern. Da mag es durchaus sein, dass der Einzelne redlich bemüht war oder mit großem Ernst um die Wahrheit gerungen hat. Aber um es mit den Worten von Papst Franziskus zu sagen, der dabei den evangelischen Theologen Karl Barth zitiert: Die Spaltung unter uns Christen ist ein Skandal. Der zweite Tanz, er zeigte den Fall der Kirchenmauer. Ich hätte erwartet, dass die Mauer von oben herabfällt, aber der Tänzer hat mich irritiert. Die Mauer fiel von unten, wie von einer Bowlingkugel. Mir fällt eine Szene aus der Bibel ein, aus dem Buch Daniel. Der babylonische Großkönig Nebukadnezar hat einen Traum. Er träumt von einem gewaltigen und furchterregenden Standbild. Dieses Standbild, es steht für die Großreiche dieser Erde. Und da in seinem Traum rollt urplötzlich ein Stein vom Berg herab. Er schlägt gegen die tönerne Füße des Standbildes und zermalmt es. Dieser kleine Stein, er steht für das Reich Gottes. Trotz seiner Kleinheit ist seine Macht gewaltig. Gewaltiger als alles, meint das Buch Daniel. Mir kommt, wir hörten es gerade, der Mauerfall 1989 in den Sinn. Die Bewegung von unten, die Mauer zwischen Ost und West einstürzen ließ. Dazu gab es Musik von Messiaen. Messiaen mischt auf eigentümliche Weise Hohes und Tiefes. Hohe Töne, sie stehen für die Freude über den Fall der Mauer. The wall is down. Aber für was stehen denn die tiefen Töne? Ich habe den Tänzer gefragt. Er meinte, das Tiefe, es drückt für ihn Sorge aus. Die Sorge, die Mauer ist gefallen, doch wie wird es weitergehen? Wird die dunkle Seite der Macht wieder Oberhand gewinnen? So fragt er, und ich frage weiter: Der Fall der Mauer reicht nicht. Wir müssen den offenen Raum gemeinsam gestalten. Schon Hermann Maas wies darauf hin. Und wie gestalten wir heute das Miteinander der Konfessionen? Wie kommunizieren und agieren wir? Halten wir Abstand voneinander, wenn wir beten und Gottesdienst feiern? Ist die Ökumene ins Stocken geraten, wie meine Kollegin gerade sagte? Der Tänzer erregte bei den Proben einen dritten Tanz an. Eigentlich hatten wir nur zwei vorgesehen. Er meinte, man braucht noch einen dritten Tanz, einen Tanz, der die Länge und Weite des Raumes erkundet und ausfüllt, einen Tanz der Interaktion, der Kommunikation und der Kommunion. Er nennt diesen Tanz Passage, Durchgang. Mit meinem Gott springe ich über Mauern und erkunde neue Räume. Sie sind nun zu Hause eingeladen, das Gebet mit uns zu sprechen, das die Christenheit miteinander verbindet, das Vaterunser. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.